Wir machen weiter mit Konstantin zum AI-Act. Jo, bitte sehr. Danke dir. Ich werde mich auch ein bisschen kürzer halten als die beiden Personen vor mir. Zum einen, weil ich nicht so viel schlaue Sachen zu sagen habe, sondern weil ich eigentlich ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen will für ein Thema, was jetzt gerade mit der Chatkontrolle wieder ein bisschen untergegangen ist, nämlich der AI-Act, das sogenannte KI-Gesetz. Ich bin als Campaigner bei Digital Courage tätig und habe mich da jetzt in den letzten 2,5 Jahren dafür eingesetzt, dass wir ein Verbot von automatisierter Gesichtserkennung bekommen. Und Spoiler Alert, ich kann euch noch nicht sagen, ob wir es bekommen, aber wir werden es bald rausfinden. Ich werde noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es Pi mal Daumen geht, was bisher so passiert ist, warum das wichtig ist, was wir wollen, wie es weitergeht. Und aus aktuellem Anlass, weil ich heute Morgen ein lustiges Bild aus Brüssel gesehen habe, wo jemand den Hashtag AI-Cat aus Versehen geschaffen hat für den AI-Act, habe ich auch noch ein bisschen Cat-Content versprochen im Fediverse. Mal schauen, ob ich das Versprechen zum Ende auch noch einlöse für euch. Also, worum geht's? Ein Projekt der aktuellen EU-Kommission von der Leyen, die 2019 ihr Amt angetreten hat. Damals hat sie versprochen, innerhalb von 100 Tagen das Buzz-Thema schon damals, heute noch umso mehr, KI mit einer europäischen Regulierung, mit dem Standard, den sie setzen wollten, auf den Weg zu bringen. Dann wurde April 2021 tatsächlich von der EU-Kommission ein Regulierungsvorschlag gemacht, ein Verordnungsvorschlag für einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, dieses Gesetz sieht vor, dass Anwendungen, die im weitesten Sinne irgendwas mit KI zu tun haben, in verschiedene niedriger, höher risikobehaftete Dinge eingeteilt werden oder Dinge, die zu riskant sind, um überhaupt legal zu sein. Und wir haben uns im Kontext des Bündnisses Reclaim Your Face eben für ein Verbot von biometrischer Massenüberwachung engagiert. Ihr seht hier ganz, ganz viele Organisationen. Auf reclaimyourface.eu könnt ihr auch nochmal nachschauen, was es dazu alles schon so gab. Wir sind eine von vielen Organisationen, die sich da einbringen. Ich bin immer ein großer Fan von Bündnissen, weil wir als Zivilgesellschaft, wir sind zwar sehr engagiert, wir sind sehr viele, aber die Kapazitäten und Ressourcen, die die Lobby auf der anderen Seite hat, die sind nicht von einer einzelnen Organisation aufzubringen. Aber wir haben auch schon in den vergangenen Jahren immer und immer wieder euch auch versucht einzubinden in diese Arbeit. Wir hatten eine BürgerInneninitiative, in der wir uns an die europäische Politik gerichtet haben und gefordert haben, eben ein gesetzliches europaweites Verbot von biometrischer Massenüberwachung zu schaffen. Und damit sind wir tatsächlich auch gehört worden. Da werde ich gleich noch drauf eingehen. Mir persönlich geht es um ein ganz kleinen Aspekt von diesem riesigen Buzz-Thema KI. Mir geht es nicht um die Foundation Models, um Large Language Models, sonstige stochastische Papageien oder sonst was. Der Aspekt Biometrie, insbesondere biometrische Fernidentifizierung, das, was wir automatisierte Gesichtserkennung nennen würden, ist so mir das Hauptanliegen. Aber auch so Aspekte wie biometrische Kategorisierung, bei der ethnische Zuschreibungen zum Beispiel, Geschlechtszuschreibungen, sonstige Zuschreibungen durch so ein System vorgenommen werden oder auch Emotionserkennung, welches versucht, aus einem Bild herauszulesen, dass jetzt in diesem Fall der Pirat Scholz sehr glücklich ist mit seiner aktuellen Situation. Netter Link, Don't Spy EU, schaut es euch mal an, vom Hermes Center und Good Lobby und Infonotes. Die haben dann ein ganz nettes Projekt gestartet, um auch nochmal den EntscheidungsträgerInnen auf europäischer Ebene und auch in den Mitgliedstaaten nochmal dran zu erinnern, hey, wenn diese Systeme flächendeckend einsetzbar sind und eingesetzt werden, dann betrifft das wirklich alle von uns. Hier in Berlin kennt man das vielleicht noch vom Südkreuz. Wisst ihr alle noch, was das hier war? Ja, Modellversuch, Gesichtserkennung, dagegen wurde fleißig demonstriert. Es war noch vor meiner Zeit, aber ich habe das aus der Ferne bewundert. Und dieser Modellversuch hatte damals schon gezeigt, selbst mit schön gefärbten Zahlen ist das ein riesiger Fail, denn solche Systeme sind absolut fehleranfällig.
Besser ist es, wenn sie fehleranfällig sind, glaube ich, weil wir wollen eigentlich gar nicht, dass Staaten und Regierungen, insbesondere wenn es dann in autoritäre Regime geht, absolut perfekt jederzeit identifizieren können, wo du bist. Aber da würde eine solche Reise hinführen, in dem Moment, wenn eine automatisierte Gesichtserkennung einfach sämtliche Videoüberwachung ins Unendliche skalieren kann, weil sie eben nicht mehr von einem Menschen manuell überwacht werden muss. Aktuelles Beispiel, viele von euch wollen vielleicht zum Kongress in Hamburg. Dort findet gerade am Hansaplatz ein Modellversuch wieder mal statt für so eine sogenannte Verhaltenserkennung. Die soll dann erkennen, ob ihr euch dort prügelt oder böse Sachen macht. Führt am Ende wieder zu vielen Fehlerkennungen. Ein entsprechender Modellversuch wurde vorher schon mal in Mannheim gemacht. Checkt mal die Seite vom Chaos Computer Club aus. Die hatten dazu auch ausführlich berichtet und gezeigt oder darauf verwiesen, dass diese Systeme dort überhaupt nicht in der Lage waren zu differenzieren, ob sich Menschen gerade prügeln oder umarmen. Und was das dann in der Realität heißt, wenn lauter Fehlalarme ausgelöst werden, kann man sich ja vorstellen. Aber es ist leider auch ein ziemlich ernstes Thema, denn durch solche repressiven Maßnahmen werden dort in der Praxis einfach auch Menschen verdrängt aus dem öffentlichen Raum. Das betrifft in dem Fall dann auch häufig einfach SexarbeiterInnen. Das betrifft Menschen mit Drogen- und Suchterkrankungen und das sind oder Obdachlose, die dort dann erkannt und weggeschickt werden sollen. Und das sind einfach Dinge, die man nicht mit repressiver Politik beantworten sollte, sondern man muss einen bezahlbaren Wohnraum schaffen, etc. etc. Also setzen wir uns und viele andere schon seit langer Zeit für eben ein Verbot biometrischer Überwachung im öffentlichen Raum ein. Hier standen wir vor der ständigen Vertretung in Brüssel, weil eben auch der deutschen Bundesregierung eine sehr, sehr wichtige Rolle zukommt. Das war Dezember letzten Jahres, kurz bevor der Rat der EU seine eigene Position verabschiedet hat. Leider, wie immer, etwas überwachungsfreundlicher, als uns das lieb wäre. Und das führt dann potenziell eher zu einer Legalisierung als zu einem Verbot von biometrischer Überwachung und Gesichtserkennung und Co. Das letzte Mal, dass ich hier war, war Anfang Januar. Und da hatte ich darüber gemeckert, dass die Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag gebrochen hat. Da ging es nämlich um eine Differenzierung zwischen Echtzeit und nachgelagerter biometrischer Überwachung. Und das bezog sich darauf, dass die Bundesregierung eben auf europäischer Ebene dort eingebracht hat als Position, ja, Echtzeitüberwachung wollen wir bieten, aber retrograde Identifizierung, das begründen sie mit der Auswertung für Beweismitteln, müsste doch erlaubt bleiben. Da haben wir fleißig gemeckert. Ich will aber auch an der Stelle mal sagen, dass von dem, was ich bisher seitdem gehört habe, auch die deutsche Bundesregierung auf europäischer Ebene sich an vielen Stellen positiv engagiert, gerade wenn im Kontrast zu Frankreich, die am liebsten alles legalisieren würden, ist bei biometrischer Fernidentifizierung das durchaus eine nuancierte Angelegenheit. Frankreich ist vielleicht auch ein ganz spannendes Stichwort, weil gerade jetzt bekannt wurde, dass dort über Jahre hinweg schon eine entsprechende Software illegal eingesetzt wurde. Mutmaßlich illegal, aber ohne Rechtsgrundlage müsste das dann wohl illegal gewesen sein. Das heißt, man sieht schon, es findet jetzt schon längst statt, dass wir hier einen Schutz der Bevölkerung vor biometrischer Überwachung brauchen. Und das ist auch möglich. Das Europäische Parlament hat vielen der Forderungen tatsächlich stattgegeben, die die Zivilgesellschaft formuliert hat. Forderungen stattgegeben klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber unter anderem eben haben sie sich für ein wirklich striktes Verbot von Echtzeit biometrischer Überwachung, also Gesichtserkennung und Co. Ausgesprochen. Bei nachgelagerter, also sprich zeitlich nachgelagerter, haben sie sich dafür ausgesprochen, dass es strikte Bedingungen nur gibt, unter denen das stattfinden kann. Das ist mir persönlich immer noch viel zu viel. Denn wir alle kennen das, selbst mit RichterInnenvorbehalt werden solche Schlupflöcher immer ordentlich dann auch ausgenutzt. Aber es ist auf jeden Fall weit besser als das, was der Rat der EU möchte. Außerdem haben sie sich für ein Verbot von biometrischer Kategorisierung ausgesprochen. Und wenn wir zum Beispiel an
Fälle denken wie in China, in dem sowas auch zur systematischen Unterdrückung von Uiguren eingesetzt wurde. Oder wenn wir gerade dran denken, wie jetzt vor kurzem im Iran Systeme eingesetzt oder angekündigt wurde, Systeme einzusetzen, um zu erkennen, ob Menschen, die als Frauen gelesen werden, sich an die Vorgaben der Sittenpolizei halten und wenn nein, sie dann zu identifizieren und zu verfolgen, dann sieht man doch, wie wichtig es ist, hier ein Verbot zu bekommen. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat der EU eine Weile schon ihre Position festgelegt haben. Und das bedeutet, dass sie dann im Trilog, das ist das super intransparente Verfahren, in dem das Gesetz zum Schluss dann zwischen diesen beiden Institutionen zu Ende verhandelt wird, unter Beteiligung der EU-Kommission. Und ja, das ist jetzt auf der Zielgeraden. Morgen möchten sie offiziell die letzten Trilogverhandlungen abschließen. Ich sage offiziell, weil wir massive Zweifel daran haben, dass sie das wirklich schaffen. Es aber durchaus sein könnte, dass sie morgen sagen, wir sind fertig geworden und der Rest sind nur noch technische Details, die aber vielleicht dann tatsächlich etwas mehr sind als noch ein paar technische Details, sondern Einigungen, die noch zu deuten sind in der Umsetzung. Ja, und da stehen wir jetzt. Morgen soll das stattfinden. Alles ist nochmal richtig durcheinander gekommen durch diese ganze generative KI-Schose, wo sich dann geäußert wird, man sollte doch keine Innovation verhindern und jetzt wird sich riesig um diese Foundation Models gestritten, wie die reguliert werden sollen, ist auch ein super wichtiges Thema. Wir haben vorhin über das Fallbeispiel mit den KlickarbeiterInnen hast du darauf verwiesen, die Ökobilanz zum Training von solchen Modellen. Also es gibt unglaublich viele wichtige Aspekte, bin ich aber jetzt nicht der Experte, um darüber zu sprechen. Aber was mir super wichtig ist, ist einfach, dass vielleicht, wenn ihr Kanäle habt, auf denen ihr nochmal die Forderung nach einem konsequenten Verbot biometrischer Überwachung, einem konsequenten Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, Echtzeit oder nachgelagert, wenn ihr Kanäle habt, um diese Forderung nochmal zu verbreiten, jetzt ist der Zeitpunkt, damit morgen keine faulen Kompromisse geschlossen werden. Ja, der Rat ist an sich, wie immer, das größere Problem, wenn es um Überwachungsgesetzgebung geht. Aber auch das Parlament kann natürlich und könnte, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass ein Einknicken bei solchen zentralen Aspekten in den europäischen Wahlkampf, der jetzt kommt, ihnen zu Schaden kommt. Wenn sie nicht den Eindruck haben, dass uns das sehr wichtig ist morgen, dann werden wir wahrscheinlich nicht glücklich sein mit dem Ergebnis. Das heißt, wenn ihr nochmal die Chance habt, seid laut, schreibt nochmal auf euren sozialen Medien, schreibt nochmal an, ja, wen auch immer ihr erreichen könnt dazu. Und das wäre es eigentlich auch schon von mir. Und natürlich habe ich Cat-Content versprochen und es ist was Besseres als dieses Dingens da, nämlich eine schöne Katze im Schnee. Und das ist doch ein schöner Abschluss für diesen Abend und danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich glaube, Tom hatte oder Epank hatte auch noch mal etwas. Ja, vielen Dank für deine Arbeit und die Katzenbilder. Da drüben gibt es so eine Stickerbox. Da gibt es auch noch irgendwie Aufkleber von unseren Aktionen Reclaim Your Face. würde sagen, auch wenn ihr da nochmal Fragen zu habt, sprecht Konstantin einfach hier gleich nochmal an. Und ja, tatsächlich heute mal kein Update zur Chatkontrolle. bitte? Ja. Wobei, wer ein Update bekommen will, ich bin auch noch ein bisschen da. Deswegen, ich übergebe jetzt trotzdem an Tom und wir sehen uns gleich. Ja, genau. Also wer doch ein Update zur Chatkontrolle haben will, gerne gleich am Tresen oder eben auf dem Congress. Da wird es auch ein Panel geben, ein größeres. Deswegen, genau, zur Chatkontrolle dann Ende Dezember ein bisschen mehr. Genau, und da gibt es auch weiter natürlich viele spannende Sachen. Ich wollte nur ganz, ganz kurz nochmal, wir hatten, weil das thematisch so gut passte, gestern wurde ein Buch vorgestellt bei Tactical Tech und dann hatten wir sehr kurzfristig jemanden, der das dann heute hier noch vorstellen würde und noch kurzfristiger wurde dann abgesagt.
deswegen habe ich versprochen, das kurz mal in die Kamera zu halten, nämlich genau zum Thema, und zwar über Biometrie, Biometrie und Gesellschaft, ist auf Englisch und ist gerade frisch erschienen. Morgen wird da nochmal eine kleine Veranstaltung in Brüssel stattfinden und das Spannende an dem Buch, ich habe es gestern Abend erst bekommen und noch nicht durchgelesen, aber tatsächlich versucht es, Biometrie mal weltweit sich anzuschauen. Also tatsächlich mal zu schauen, wie wird das eigentlich in Simbabwe, in Australien, in Lateinamerika, was gibt es da für Regelungsmechanismen, was bedeutet das für die Gesellschaft? Also schon tendenziell eher, hauptsächlich Facial Recognition, aber wen das weiter interessiert, kann da mal reinschauen. Vor allen Dingen eine sehr großartige Übersicht scheint es zu sein. Genau, das wollte ich nur kurz nochmal als kleinen Werbeblock reinschieben. Und als weiteren kleinen Werbeblock, mit ganz vielen schönen Grafiken, wurde eben ganz kurz schon angesprochen, übermorgen findet der 4. Feminist Tech Abend statt von Superlab, diesmal in Kooperation mit INERC und zwar zu Gesundheitsdaten. Eines der vielen, vielen wichtigen Themen, die wir derzeit irgendwie noch stärker im Auge behalten sollten, neben zum Beispiel auch der EIDAS-Verordnung, die auch gerade in der Zielgeraden ist, die wir uns auch als Zivilgesellschaft noch mal ein bisschen genauer anschauen sollten, weil es dann in die Umsetzung geht in Deutschland, ist insbesondere das Gesundheitswesen gerade netzpolitisch ein ganz wichtiges Thema. Deswegen kommt gerne alle am Donnerstag zu Wikimedia. In den Räumen von Wikimedia findet das statt, 19 Uhr. Gerne bitte vorher anmelden. Und da wird unter anderem Bianca von INERC und Elisa werden dazu einen Input geben und das verspricht sehr spannend zu werden. Genau, dann hoffe ich euch zahlreich dort am Donnerstag zu sehen und oder gleich am Tresen beim Glühwein, den E-Punk hoffentlich jetzt schon warm gemacht haben wird. Und natürlich, bevor ich es vergesse, nochmal vielen, vielen Dank an die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die uns derzeit bei der Umsetzung des Netzpolitischen Abends ein bisschen unterstützen. Das ist sehr hilfreich. Und allerdings ist auch die DigiGuess ist eben auf Spenden, auf Fördermitgliedschaften angewiesen. Wir können das leider alles nicht ganz umsonst machen. Und deswegen, wenn ihr noch vor Weihnachten, bevor das Jahr um ist, noch ein bisschen Geld vom Finanzamt oder so retten wollt, bitte, wir sind gemeinnützig, spendet reichlich. Unsere Daten findet ihr auf der Website oder ich glaube, wir nehmen auch Barspenden entgegen. Ja, und dann sehen wir uns erst im neuen Jahr, also wir sehen uns wahrscheinlich zahlreich auch in Hamburg. Der 2. Januar, da werden wir keinen NPA machen, sondern dann im Februar wieder und wir sehen uns hoffentlich zahlreich. Und habt einen schönen Abend.